Und da sind wir mal wieder bei Fantasy of Marstadt 2. Puh, das ist ja schrecklich. Oh mein Gott, und es ist noch immer schrecklich. Und es ist schrecklich und es ist schrecklich. Okay, gehen wir weiter. Und wir werden wieder in einen Kampf verwickelt. Ja, willkommen zurück zu Fantasy of Marstadt 2 von Kashi. Und ich werde keine Zauber mehr anwenden, denn wir haben viel zu viel Angriffskraft. Wumms. Ich zeige euch auch gleich, wieso. Bums und tot. Wir haben den Kombat gewonnen. Wir sind viel zu stark, weil wir haben das Titanium-Schwert und wir haben 999 Angriffspunkte. Das macht absolut Sinn. Denn wir sind Cloudstreif und haben so viel in unserem Leben erlebt und so viel trainiert in Final Fantasy VII, dass so nichts mehr aufhalten kann. Und schaut euch mal an, wie flüssig das hier alles läuft. Wie Schmidts Katze geht das ab, ja? Ja, ist viel besser als Schrödingers Katze. Denn, wer Schrödingers Katze kennt, der weiß warum. Speicher lieber, mein weicher Nie. Die muss eine andere Stimme haben. Speicher lieber, mein weicher Nie. Okay, ich speichere lieber, denn man weiß ja nie. Ich werde dich heilen. Ja. Nun sind wir geheilt. Denn wir haben so viel Schaden einstecken müssen und ich trainiere lieber noch ein bisschen. Wir erhalten keine Erfahrung. Level. Achso, wir sind schon auf Maximum. Ja, dann brauchen wir auch nicht trainieren. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Bumm. Und smackety down. Ja, Level 50 ist das Maximum auf dem RPG Maker 2000. Auf RPG Maker 2003 gibt es, glaube ich, bis Level 99, ja. Wir können hier durchgehen. Nö, können wir nicht umgehen. Okay, hallo. Da bist du ja, du kleiner Schwächling. Du, was willst du? Verschwinde aus Kakaria, du Mistgeburt. Du Wurm, ich werde verschwinden, doch dich werde ich mitnehmen. Was? Du willst mit mir kommen in die Shadow Zone. Nein, weil ich es kann. Oh nein. Wer wird Millionär? Was ist jetzt los? Ist es A? Wir wurden in die Shadow Zone mitgenommen. Ist es B? Das war ja einfach nur ein Cut zu einer neuen Szene. Ist es C? Wir sprechen mit dem König. Ich bin nicht so kreativ, dass mir jetzt vier mögliche Antworten einfallen würden. Also konnte Sadus Luna nicht retten. Juichig! Ah nee, der hat eine andere Stimme. Juichig! Sadus schafft es mit dem Diamond King zu besiegen und wurde in der Shadow Zone geschickt. Aber wenn Sadus in der Shadow Zone ist, dann können die Dämonen Luna angreifen. So ist es. Und so tun die Dämonen auch in diesem Moment. Sie greifen die Städte und Tröfer an und die Menschen sind hilflos. Was soll ich tun? Wir müssen Luna retten. Du hast recht, Ösewälder. Die einzige Möglichkeit, den Dämonen zu besiegen und Luna zu retten, besteht darin, Sadus ist durch Shadow Zone zu befreien, damit er den Dämon King töten kann. Wie kann ich ihn befreien? Du musst das Portal zu Shadow Zone öffnen, damit Sadus in unsere Welt zurückkehren kann. Aber wie soll ich das anstellen? Ich weiß nicht, wo das Portal ist, noch nicht, wie ich es öffnen kann. Es gibt nur eine Person, die weiß, wie man nach Shadow Zone gelangt. Der alte Lunos. Sidus! Was? Sidus? Der Held aus der Geschichte? Ja, Sidus, der alte Lunos. Er weiß, wie du in die Shadow Zone gelangst und Sadus retten kannst. Sadus und Sidus. Sadus war der aus Teil 1, oder? Wo kann ich ihn finden? Nachdem Sadus in die Shadow... Sidus war der Erste. Ah, diese Namen! Nochmal, dieses Spiel ist absichtlich so schlecht, damit es wie Teil 1 ist. Das hilft schon sehr, um nicht ständig zu schreien. Ja. Nachdem Sadus in die Shadow Zone gebracht wurde, versank Sidus in tiefer Trauer. Er war so traurig, dass er nicht mehr in Kakaria leben wollte. Deshalb zog er sich in die Höhlen von Kaukolo zurück, wo er nur ganz alleine lebt, ohne einen mehr. Wo finde ich die Höhlen? Wäre von hier aus nach Osten in die Stadt Tofu.
Tofu. Lecker. Nördlich der Stadt findest du die Öl, doch du wirst die Hilfe von des Dorfältesten von Tofu benötigen, damit deine Höhlen magisch versiegelt. Natürlich, Magie. Die ganze Welt besteht aus Magie und alle Probleme der Welt werden durch Magie ausgelöst und mit Magie wieder korrigiert. Hervorragend. Okay, vielen Dank, mein König. Ich werde mich sofort auf den Weg machen und Zedos befreien. Pass gut auf dich auf, Shito. Die Reise wird gefährlich sein und ich sprühe, dass der Demon King und seine Dämonen bereits beobachten. Die könnten überall auf dich warten. Ich werde du Acht geben, mein König. Bevor du gehst, nimm das Rie an dir. Es wird dir bestimmt hilfreich sein. Kräfte Emulatoren. Ich weiß nicht, wie ich euch danken kann, König. Du brauchst mir nicht zu danken, aber du kannst mal hier die Fenster putzen. Ich hab ganz schön viele. Beeil dich und reiß nach Tofu. Befrei uns von dem bösen Shadow. Du hast die Kräfte zu. Zu Büffel, mein König. Das ist ja schon fast ein selbst ablaufender Film. Kann ich wieder zurück? Natürlich kann ich nicht zurück. Das war ja arschig klar. Warum haben wir nur 10 MP? Was haben wir vorher gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Da, nach Osten. Wow, der weit entfernte Kontinent. Dingsbumsland. Ja, yeah, das epische Dingsbumsland. Und riesige Schilder, die so groß sind wie Städte. Tofu-Wälder. Ich möchte aber hier erst rein. Können wir nicht. Sehr merkwürdig. Und auch hier können wir nicht hinein. Das ist dann aber nicht wie Teil 1. Wir sollten eigentlich direkt zum Oberboss kommen können, so wie in Teil 1. Es sei denn, Koshi hat sich überlegt, nun gut, wenn ich jetzt der Originalentwickler wäre, dann hätte ich für Teil 2 vielleicht auch dazugelernt. Das wäre möglich. Aber nur die wenigsten lernen dazu. Okay, was bist du denn für einer? Ein Kind, ja. Der Trofeld ist bestimmt über 1,00 Jahre alt. Das ist extrem wahrscheinlich, mein Junge. Hier kommt... Oh Gott. Hier kommt Mann. Ich habe gerade geputzt. Wir werfen erst wieder abends. Yes. Wut. Wie soll ich die das sprechen? Ich spreche einfach die Frau. Ich liebe das Wasser. Es ist sehr beruhigend. Ja, das ist sehr wohl. Ich könnte auch den ganzen Tag drauf schauen. Ich könnte ein ganzes Video draus machen. Ah. Ist es nicht unheimlich beruhigend? Wie kann ich dir helfen? Ich suche den Dorfältesten. Wissen Sie, wo er ist? Er wohnt im Holzhaus im Osten des Dorfes. Vielen Dank. Jetzt müssen wir also nach dem Dorf. Nein, wir können mit nichts interagieren, war ja klar. Moment, einkaufen. Was? Was ist denn das für ein schöner Laden? Der ist ja wunderschön und überhaupt nicht beschissen eingerichtet. Wow, herrlich. Es ist ein kleiner Supermarkt in einem riesigen Haus. Sehr schön. Okay, dann kaufen wir jetzt irgendwas. Denn wir haben ja 104, 6, 5, 5G. So viel haben wir. Unglaublich. Können wir? Nein, wir können nicht hinter die Theke. Boy, want to buy something? Yes, I want to buy something. Oh Gott, die sind wieder da. Diese Mind-Up, Speed-Up und so weiter. Wie in Teil 1. Wahnsinn. Ich hab doch helle Wahnsinn. Benötigen wir es überhaupt? Wie stark sind wir in Level 5? Wisst ihr was? Ja, ein bisschen wisst ihr sicherlich. Ich bin mit dem im Klaren, ja. Moment, haben wir irgendeinen tollen Zauber? Namika hat die Gegner mit Zaubern erledigt. Aber ich stehe nicht so auf Zauber. Ich mag Zauber nicht. Apple MP Power Up. Raise Attack Point bei. Gut, nehmen wir mal mit. Blink! Und das war. Ja, hat sich damit auch erledigt. Agility vielleicht noch. Ja. Gut. Dann heißt es jetzt. Frohes Intergekloppe! Moment. Noch nicht. Moment. Level 5 kann auch bedeuten, wir sind sehr stark. Das kann man nämlich alles einstellen im RPG Maker. Wir haben. Sehr viele Angriffspunkte. Sehr viele Angriffspunkte. Wir haben auch das Master Sword, das uns unheimlich stark macht, aber ich möchte uns noch stärker machen.
so wieder, ach, so wie in Teil 1, Enter und Leertaste gleichzeitig, damit es schneller geht. Schauen wir uns an, wie stark wir sind. Wir sind, okay, wir können alles verbrauchen. Das ist gar kein Problem. Vielleicht macht es auch keinen großartigen Unterschied mehr. Ich meine, wir sind schon so stark. Agility, damit wir den Gegner treffen können und damit uns die Gegner nicht treffen. Ich glaube, dafür ist es gedacht. Oh nein, wir haben keine mehr. Ich bin doch süchtig nach dem Zeug. Ich brauche mehr davon. Okay, weiter. Falls wir mehr brauchen, können wir ja hierher zurückkehren. Das hoffe ich zumindest, deswegen speichere ich jetzt. Und wenn nicht, dann lade ich nochmal den alten Safe.